Ihr braucht meinen Föhn und erinnert euch noch, es gab diesen einen Vertreter auf der Hauptinsel, der Föhne verkauft hat, aber eben keinen Erfolg hatte, weil er einfach keine Föhne losgeworden ist, weil keiner Föhne haben wollte. Ich meine, es regnet ja auch nicht hier. Habt ihr schon mal Regen auf der Insel gesehen, hier in diesem Spiel? Nein, habt ihr nicht. Könnt ihr mir nicht erzählen. Deswegen, na gut, aber Duschen habe ich auch noch nicht gesehen, deswegen braucht man keinen Föhn, außer man ist ins Wasser gefallen, aber im Wasser stirbt man sowieso. Deswegen ist das alles völlig irrelevant. Und ja, man hat uns auch noch erzählt, dass der andere Vertreter auf die Proxima-Insel gereist ist, weil, ups, da kommt ein Klon, wenn ich zur Tür gehe, um da sein Glück zu versuchen. Deswegen werden wir gleich mal den Vertreter auf dieser Insel suchen und Hilfe, stirb, nein, oh Gott, geh kaputt. Ich habe Angst vor dem Klon, er soll uns nicht treffen, das wäre blöd. So, ah gut, das ging mal richtig gut hier. Ja, der müsste irgendwo hier auf der Insel rumgurken und wenn wir ihn finden, dann können wir einen Föhn von ihm kaufen. Hallo, das ist übrigens das Haus des Fälschers. Ich interessiere mich für die Geschichte. Ja, weißt du sowieso nichts drüber. Und das Haupt wird bewacht. Handel mit falschen roten Karten. Aber du, wie bist du hereingekommen? Und wer bist du? Ich bin der blaue Rächer. Ich heiße Twinsen. Ich habe deinen Bruder gesehen. Er ist im Gefängnis, aber es geht ihm gut. Er hat mir gesagt, dass ich dir Amos sagen soll. Ah, okay. Also kannst du das vielleicht gebrauchen? Aha. Gute Magnetkarte. Dankeschön. Nein, weißt du sowieso nichts drüber. Ja, siehst du, kennt er nicht. Wir haben die rote Magnetkarte, damit können wir schon einiges anfangen. Rote Magnetkarte, sie ermöglicht dir Türen zu öffnen, die mit einem roten Schloss versehen sind. Und vielleicht habt ihr es gesehen, es gibt zwei Eingänge zum Museum. Das eine hat ein rotes Schloss, für das wir eine solche Karte benötigen. Das heißt, wir können schon mal rein, ohne dass uns der blöde Hase am Eingang nervt und hier direkt zum Klon ruft. Jetzt müssen wir nur noch fliegen können und das fliegen können mit dem Protopack, das der Baldino hier entwickelt. Bloß dafür müssen wir jetzt noch den Föhn besorgen und dann haben wir alles, um erfolgreich ins Museum einbrechen zu können. Deswegen sage ich einfach mal, rennen wir durch die Stadt und hoffen, dass wir den Vertreter bald finden. Das ist halt einer dieser Männer. Ah, genau der. Den habe ich gesucht. Im grauen Anzug, mit Koffer, niedergeschlagen. Ein Auge. Kenn ich nicht. Sieh an. Schließlich sind sie auch auf die Insel Proxima gekommen. Ach so, das ist der gleiche. Erinnern Sie sich noch? Ich verkaufe Föhne. Nun gut, ich verkaufe Ihnen einen für 30 Kasches. Weil sie heute so schlecht weggehen. Das ist voll der Wucherpreis. 30 Cashes für so einen verdammten Föhn. Ja, kauf ich. Aber brauchen wir halt. Yay. Ich interessiere Nein. Kenn ich nicht. Kennt ich er sowieso. Naja, nichts mehr zu verkaufen, okay. Der Föhn. Na, tolle Beschreibung. Gut. Wir haben einen Föhn. Dann rennen wir mal zurück zu Jerome Baldino, damit er das Protopack fertig macht. Und wir es benutzen können, ohne dass es hoffentlich uns komplett wegsprengt, so. Oder ein wenig beschädigt, so wie seine Wand. Ja. Naja, was soll's. Er ist auf jeden Fall ein sehr sympathisches Kerlchen. Hallo, wie geht's dir denn? Ich weiß, dass sie im Mut lag. Hast du den Föhn? Ja. Fantastisch. Sekunde, ich installiere kurz den Reostat. Jawohl, dann tu das bitte. Ohne dass das Protopack diesmal sich selbstständig macht. Ja, ja. Ich möchte, dass du ihn testest, um meine Leistung festzustellen. Wenn du es an einem Strand mit Leistung versuchst, solltest du über dem Wasser fliegen können, aber dies ohne zu springen. Machst du es für 10 Caches? Machen wir es für 10 Caches? Testen wir das? Und ist es uns 10 Caches wert, das zu testen? Oh ja, fürstlich. Tja, habt ihr jetzt etwa gedacht, dass wir 10 Caches bezahlen müssen? Nein, er bezahlt uns 10 Caches. Jawohl, wir haben das Protopack. Und wir können es hier ausrüsten. Und wir können damit fliegen. Zwar nicht besonders schnell, aber es erfüllt seinen Dienst. Und wie man sehen kann, wir schweben über dem Boden. Das heißt, wir können jetzt die Sensoren im Museum umgehen. Und wir können durch diese Tür fliegen. Aber
da das Protopack einfach zu langsam ist. Und ja, hier unten könnte ich es jetzt testen, denn da ist ein Strand. Und ich kann das wirklich nur von solchen Stränden aktivieren. Wenn ich von der Klippe runter mache, falle ich auch ins Wasser und ersaufe. Deswegen kann ich das nur an bestimmten Stellen einsetzen. Aber es wird für unsere Zwecke dienlich sein und es ist eigentlich auch nicht schlimm, dass ich es an anderen Stellen nicht einsetzen kann. Deswegen gehen wir mal hier hin und da ist der rote Kartenschlitz. Den möchte ich mal aktivieren. Und dann gehen wir mal ins Museum. Und ja, wir müssen den Schalter dann später aktivieren, um hier reinzukommen. Aber dafür muss ich dann erst diese Plattform hier senken, damit wir von unten reinkommen. Denn die lässt sich nur von hier oben aktivieren, von unten nicht. Aber ich sage mal, bevor wir das tun, machen wir mal einen kleinen Rundgang durchs Museum und gucken uns alles an. So, denn jetzt können wir hier noch gefahrlos lang. Und solange wir nicht durch den Haupteingang reingehen, sieht uns der Typ auch nicht. Totenkopfflagge. Aha. Piratenemblem, das dem berühmten Kapitän Einauge gehörte. Diese Piratenflagge brauchen wir ja, weil ihr habt ja von dem Rebellenhasi gehört, dass wir damit auf die Rebelleninsel kommen. Mit dir kann ich nicht reden. Na gut. Ich weiß nicht, ob der schläft oder ob er uns einfach nicht erkennt, aber was soll's. Ich halte mich hier am Rand, damit der Hasi uns da unten nicht sehen kann. Das wäre irgendwie ziemlich doof, aber es ist erfolgreich gut. Gehen wir mal hier weiter und machen wir einen kleinen Rundgang. Lebenspunkte-Bonbons kann man hier bestimmt kaufen. Lebenspunkte-Bonbons? Ja. Möchten Sie 10 Herzen für 10 Kasche? Nein, möchte ich nicht. Danke. Dass es im Museum Bonbons zu kaufen gibt, ist mir auch neu, aber na gut. Hallo Vertreter. Ich interessiere mich für die Geschichte des Piraten Einauge. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Boah, wie unsympathisch. Sei mal nicht so schlecht drauf hier. Ich habe dir ja nur eine Frage gestellt. Das ist blöd, Mann. Enterkanone. Oh ja, eine Enterkanone. Schick, ne? Dann haben wir hier ein Fass. Eichenfass. Solche Fässe dienten zur Ausgabe der täglichen Ration Rum an die Matrosen. Jo, ho, und eine Buddel voll Rum. Oder, naja, ein Fass voll Rum in diesem Fall. Nicht schlecht. Ich interessiere... Nein, ich möchte nicht mit dir reden, ich möchte das Schild lesen. Na, dann gehen wir erstmal zum nächsten, weil der scheint da zu lange zu stehen. Oder was hast du zu sagen? Ich interessiere mich für die Geschichte... Guten Tag. Erstaunlich, nicht? Diese Gegenstände von Einauge, die die Zeit überdauert haben. Haben Sie das Schild vor der Truhe gelesen? Sorry, Mikrofon war gerade aus. Ich habe gesagt, nein, denn das Schild habe ich noch nicht gesehen. Aber lesen wir erstmal das hier. Oder Kuffer. Primitives Boot aus geflochtenen Weiden. Ja, sieht man. Aber ich finde das Museum eigentlich ziemlich cool und der steht immer noch da. Könntest du bitte mal weggehen? Danke. Ich möchte das nicht lesen. Beispiel des absurden antiken Aberglaubens. Diese Seegestalt wurde mitten in der Wüste gefunden. Tja, alberner antiker Aberglaube, ne? Vielleicht war die Wüste ja mal ein Meer. Könnte das sein? Oh, das ist aber ein ziemlich hartes Gummiboot, wenn uns das Schaden macht. Rettungsboot. Nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Was zum... Bitte keine heiße Asche einfüllen. Ja, in ein Rettungsboot sollte man keine heiße Asche einfüllen. Das ist richtig so. Aber ich bin erstaunt, dass eine Sirene zu Bü gehört, weil der Tempel ist ja auch von Bü. Interessant. Ich würde gerne mehr über die Geschichte von Bü erfahren. Finanzhai. Dieses Haifischexemplar gehört zur Familie der Filmproduzenten. Ich liebe diesen Humor. Das ist so cool. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Quietschige Stimme. Hier ist der Schatz. Schatz des Kapitäns Einauge. Dieser Truhe, die das gesamte Werk eines unehrlichen Lebens enthält, hat sich der Fiskus bemächtigt, der einzig heute bekannte Beutelschneider dieses furchtbaren Piraten. Okay. Halt! Es ist ausdrücklich untersagt, die Werke zu berühren. Schade. Oh, oh, was? Nein! Was? Oh Gott, hoffentlich ist das kein Super-Digo. Nein, 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 nein! Nein! Nein, 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 oh nein, nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich wäre fast entkommen. Ja,
Genau, das ist auch gerade mein Gesichtsausdruck. Ist das nervig? Ist das nervig? Naja, wenigstens kann man hier leicht entkommen. Und ich will nochmal ins Museum, denn ich wollte euch noch etwas zeigen. Das ist so unnötig. So unnötig. Aber jetzt kann ich leider nichts dran ändern. Ich wurde nun mal gefasst. Und dank der Speicherfunktion des Spiels kann ich auch nicht einfach den alten Spielstand laden. Ah, nein, Schlange. Da. Ich hab den Ball nicht, schade. Sonst hätte ich die jetzt fertig gemacht. Aber ich habe keine Lust, die mit meinen Schlägen und Tritten fertig zu machen. Ich laufe einfach dran vorbei, das geht schneller. Oder auch nicht. Doch, natürlich geht's schneller. So, na. Ja, genau. Wechseln wir einfach in den falschen Modus, damit wir einen Tritt, also einen Kick hier darunter machen. Klar, warum nicht? Weil wir wollen ja nicht weitermachen. Wir wollen nicht die Welt retten. Nein, 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 nein. Es ist doch so ein wahnsinnig werden hier. Wie blöd ich mich gerade anstelle. Wie blöd ich mich überhaupt angestellt habe, mich fangen zu lassen. Aber wer hätte denn ahnen können, dass die mich direkt angreifen? Also, nur weil ich mal hier die Schatztruhe rühre. Ich wäre auch ganz sicher wieder zurückgegangen, ganz klar. Ich hätte nicht den Schlüssel mitgehen lassen. Nein. Wie sehe ich denn aus? Ich sehe so aus, als würde ich daneben springen. Oh, sorry, Leute, das ist gerade irgendwie ziemlich... naja. Noobig. Nicht so toll. Du, Schlange, lass uns in Ruhe... Reden kann ich auch nicht mehr. Ich rede mir gerade die Zunge fusselig hier. So, jetzt aber. Und rauf da. Wir wollen dem Finanzhai nochmal einen Besuch abstatten. Und dafür brauchen wir unsere Sachen. Denn wenn wir mit der Gefangenenuniform aus der... rausgehen, das ist nicht so toll. Und du hast uns geschlagen, du Blödmann. Ja, bis ins Herzen gibt es aber auch hier, will ich aber auch gesagt haben, ne? So. Holen wir uns unsere Sachen wieder. Ja, bla. Wir haben alles wieder, toll, ne? Wir haben wieder hier das Protopack und die rote Karte und ja, alles ist wunderbar. Bis auf den Fakt, dass wir uns haben fallen lassen, was jetzt irgendwie nicht so toll war. Und wäre jetzt hier ein super Grobo vor der Tür gestanden, wäre ich ausgerastet. Wenn ich erst durch die Kanalisation hätte flüchten müssen. Oh, cool, die Karte wird automatisch aktiviert. Immerhin etwas. Dann gehen wir mal wieder ins Museum. Und berühren diesmal nicht den Schatz. Und wir berühren auch nicht die Piratenflagge. Denn ich habe keine Lust, nochmal geschnappt zu werden. Hier von diesem blöden... Lass mich doch in Ruhe. Du da unten auch, du blöder Hasi. Wegen dir sind wir überhaupt das erste Mal im Gefängnis gelandet. Ihr wollt mich alle nur hier verarschen, ne? Seid doof. Ich möchte jetzt Bonbons haben. Weil da geht's mir wieder besser. Möchten Sie 10 Herzen für 10 Kasches? Ja, kauf ich. Die Stimme klang irgendwie ziemlich ähnlich von Twins und dem Ding. Ja gut, jetzt geht's mir besser. Ich hab Bonbons gegessen und ich hab wieder volle Lebensenergie. Jetzt ist alles wieder schön. Ich bin wieder da. Wo ich angefangen habe. Kann ich das untersuchen? Nein, kann ich nicht. Na gut, dann kann ich nur das lesen, wo Schilder davor sind. Ein Anker, ein Bild. Noch ein Bild. Noch ein Bild, noch ein Bild. Ja gut, da fehlt noch das hier. Rechte Schiffsschraube des Van Fork 2. In der Rede der Hauptinsel während des Stapellaufs verloren gegangen. 3 Tage später, nachdem dem Schiff der Kraftstoff ausging, hörte es auf, sich im Kreis zu drehen. Ja, also besonders gute Ingenieure scheint Dr. Van Fork ja auch nicht zu haben. Und hier fehlt ein Bild, wie man sehen kann. Und hier müsste eigentlich irgendwo ein kleiner Geheimgang sein. Aber ich weiß nicht genau wo, weil ich diesen Geheimgang noch nie aktiviert habe. Ich habe nur davon gelesen. Oder war das... Ah, genau. Hier war das. Hier fehlt nämlich auch ein Bild. Aber hier war es nicht. Es müsste an dieser Wand sein. Na, komm schon. Na, ich häng fest. Ich häng fest. Nein. Gut, ich kann mich wieder bewegen. Dann ist das hier drüben. Genau, hier ist ein Geheimgang. Und Twinsen schiebt.